Also jetzt mal ein Beispiel aus meiner Situation. Ihr seht ja, ich braun, braune Haut, kein typischen Blond. Vier Leute waren am Nachtschalter vor mir, alles glatt. Ich muss euch sagen, die Welt ist grausam, okay? Das könnt ihr nicht erwarten. Ich bin nicht irgendwie ein Positivdenker, der sagt, oh, ich finde dich scheiße, ich finde mich hässlich, du bist eklig. Ich bin so unglücklich. Hey, was ist denn los? Ja, ich würde auch so gerne im Fitnessstudio trainieren, aber da sind einfach viel zu viele Männer und die gucken mich immer so komisch an. Und ich denke auch, ich mache die Übung dann falsch und so, ich gehöre nicht in die Ecke da, wo die schweren Gewichte sind und so. Ich traue mich das einfach nicht. Okay, ich verstehe. Das besprechen wir nach dem Intro. Euer Coach für Sassy. Sehr interessantes Video heute, sehr interessantes Video. Das ist wieder ein mentales Video. Also wenn ihr erwartet, dass ich jetzt irgendwelche Übungen zeige, aber ihr wisst ja, mental ist alles. Das mentale Training, die mentale Einstellung ist 1000-mal wichtiger, als jetzt genau die richtige Übung zum richtigen Zeitpunkt zu machen oder die beste Strategie zu wissen. Der Kopf entscheidet sowieso über alles. Und heute sprechen wir über ein sehr entscheidendes Thema. Ich habe sehr oft gesehen, dass wenn ich abends zum Sport gehe, dass da einfach nirgendwo Frauen sind. Also es sind einfach nur Männer. Und dann habe ich gestern mal auf Snapchat und auf Instagram... Moment, du folgst mir doch auf Snapchat oder Instagram, oder? Habe ich mal so provokativ rumgefragt und mal so die Kamera rumgeschwenkt und gesagt, Moment mal, Ladies, hier gibt es ein Problem. Ich sehe nicht eine Frau bei 50 oder 100 trainierenden Männern, sehe ich nicht eine Frau dabei. Entweder ihr seid alle faul oder ihr habt ein Problem damit, wenn zu viele Männer da sind. Und es war krass, weil das war wie so ein Wunderpunkt. Ich habe halt gesagt, soll ich mal ein Video darüber machen? Und auf einmal habe ich Nachrichten ohne Ende bekommen. Und die haben mir alle beschrieben, dann habe ich noch danach gefragt, warum ist es euch unangenehm, wenn zu viele Männer da sind? Und es gab eigentlich so 3-4 Sachen, die haben alle geschrieben. Also einheitlich. Das ist sehr, 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 sehr interessant. Und daran wollen wir jetzt arbeiten, okay? Weil es kann ja nicht sein, dass ihr nicht zum Sport geht abends, weil diese Blockade da ist, okay? Was sind die Gründe, also was denkt ihr, was Männer denken oder beziehungsweise wie stellt ihr euch vor, wie es so im Studio abgeht? Da ist eine Frau. Ey Johnny, die soll uns mal die schweren Gewichte überlassen. Was macht die denn da? Oh, guck mal, da ist eine Frau. Ah, die macht wieder alles falsch. Immer diese Frauen, ey. Ey Johnny, guck mal. Die da hinten, die ist dick. Ey, was macht die denn im Fitnessstudio? Oh! Boah, da ist eine Frau. Der gucke ich jetzt mal richtig auf den Arsch. Okay, meine Freunde, meine Ladies. Ganz grundsätzlich erstmal. Kann es sein, also ich weiß, dass ihr das denkt, aber könnte es rein theoretisch sein, dass das, was ihr euch vorstellt, dass es nicht so ist? Kennt ihr vielleicht die Situation, wo ihr so richtig sauer auf jemanden wart, so richtig so und dann hat sich hinterher herausgestellt, dass das irgendwie gar nicht stimmte, was ihr gedacht habt oder so. Und dass ihr euch dann so schlecht gefühlt habt, so von wegen, ach so, nee, sorry, ich dachte, das wäre so. Oder wenn zum Beispiel, ich habe das Beispiel schon mal genannt, mir tritt jemand auf den Fuß, in der Einkaufsschlange zum Beispiel, und ich drehe mich um und denke, oh, welcher Vollidiot tritt mir jetzt auf den Schuh. Und dann auf einmal ist das so ein kleines Baby, was so gerade laufen lernt und so aus Versehen auf den Schuh getreten hat und dabei auf den Arsch gefallen ist. Wie fühlt ihr euch dann? Dann denkt ihr gleich so, oh nein und so. Dann ist das sofort weg, das Gefühl. Also, rein theoretisch, Ladies, könnte es sein, dass die Männer das nicht denken? Überlegt mal, könnte es sein? Gerade neulich habe ich auf Instagram von so einer YouTuberin aus den USA ein Video gesehen, wo sie gesagt hat, hey, eine Seite hatte sie halt ihre Wimpern und auf der anderen Seite halt ihre Naturalwimpern. Also einmal diese Lashes heißen die, glaube ich, und auf der anderen Seite Natural. Und dann hat sie so rumgefragt, hey, welche Seite findet ihr besser? Stimmt mal ab, kann man ja auf Instagram abstimmen, so rechts, links. Und das Lustige, was alle Frauen natürlich anders denken, war, alle Frauen haben getippt, die Seite mit den Lashes ist besser und alle Männer haben getippt, ohne ist besser. Wenn man einen Mann zum Beispiel fragt, hey, findest du mich besser mit Schminke oder ohne, werden die meisten Männer sagen, ohne. Aber trotzdem denken Frauen, nein, mit den Wimpern ist schöner, mit Schminke ist schöner. Aber die denken, dass Männer das denken, aber das stimmt ja nicht mal. Okay, jetzt nochmal zurück zu dem Punkt. Also, die Hauptaussagen waren immer, ich habe das Gefühl, dass man mir auf den Arsch guckt, ich habe das Gefühl, dass die Männer mich angucken, weil ich die Übung nicht richtig mache, ich habe das Gefühl, dass sie mich angucken, weil sie mich hässlich finden, wenn ich ein komisches Gesicht ziehe beim Training oder weil ich dick bin und nicht meine Traumfigur habe. Deswegen gucken Männer mich an, finden mich komisch und ich gehöre auch nicht in die Männerecke, weil ja, das ist ja blöd, wenn ich dann mit so wenig Gewicht trainiere und die Männer wollen die schweren Gewichte haben. Das sind so die Hauptaussagen. Von allen ist es immer die gleiche Aussage gewesen. So, und da frage ich euch jetzt,
Ist es nicht scheißegal, was die denken? Geht es nicht um eure Gesundheit, um euren Körper? Ist es nicht völlig egal, was sie denken? Und jetzt kommen wir wieder zu dem wichtigsten Punkt von allen zurück. Der Fokus. Wo ist der Fokus? Der Fokus ist in dem Moment dabei, was die Männer denken. Es ist doch völlig egal, was die Männer in dem Moment denken. Denkt mal drüber nach, ihr seid 90 Jahre, ihr seid auf eurem Sterbebett und ihr überlegt dann, boah, ich bin eigentlich nie ins Fitnessstudio gegangen, weil die Männer hätten mich sonst angeguckt. Wo muss euer Fokus liegen? Euer Fokus muss daran liegen, ich will ins Fitnessstudio gehen, ich will was für meinen Körper tun, ich möchte mich weiterbilden, weiterentwickeln, ich möchte vielleicht einen knackigen Hintern haben oder dünner werden oder was auch immer. Aber ich möchte doch was für mich tun, damit ich mich besser fühle. Man geht nicht ins Fitnessstudio nur, wenn man perfekt ist, sondern man geht ins Fitnessstudio, weil man eine Verbesserung erwirken möchte. Bei mir im Fitnessstudio zum Beispiel ist ein Behinderter, okay? Ein Behinderter. Er kommt im Rollstuhl rein und setzt sich so auf ein Gerät, dann macht er die Übung und geht dann wieder zurück. Was meint ihr? Was würdet ihr da denken? Würdet ihr denken, ey, dieser Behinderte, der gehört hier gar nicht hin. Der kann ja nicht mal normal laufen. Sag mal, würdet ihr das denken? Sag mal ganz ehrlich, würdet ihr das denken? Wahrscheinlich eher nicht. Und wenn ich stark Übergewichtige sehe, dann denke ich immer, ey geil, okay, du machst was, das ist doch gut. Also gerade die Leute, die stark übergewichtig sind oder noch nicht bei ihrem Traumkörper sind oder mit 1 Kilo handeln, die sind doch gerade da, um besser zu werden. Das ist doch gut. Also versucht doch mal umzudenken, weil ich kann euch sagen, nach 20 Jahren Erfahrung im Fitnessstudio, okay, obwohl das nicht relevant ist, wir sprechen gleich darüber, wie ihr damit umgeht, es ist nicht relevant, aber ich kann euch sagen, ich habe noch nie mit einem bekannten Freund Basketballmann, egal mit wem, trainiert in einem Fitnessstudio, in 20 Jahren, noch nie, der irgendeinen von diesen Sprüchen gebracht hat, gar nicht. Das Einzige, was ihr maximal von einem Mann, was ein Mann denkt, wenn er eine Frau sieht, maximal, ist das. Oh, die hat aber einen knackigen Arsch. Das war's. Dieses mit oh, die Technik nicht richtig bei der Frau. Hä? Wenn ich meine Freunde fragen würde, denkst du sowas? Jeder Mann, ich kann mal den Gegentest auf Instagram, müsste ich eigentlich mal machen. Kein Mann denkt das, was ihr denkt, was der Mann denkt. Keiner. Aber es ist auch scheißegal, ob der Mann das denkt oder nicht. Versteht ihr? Es ist scheißegal. Ich muss euch sagen, die Welt ist grausam, okay? Die Welt ist grausam. Das heißt, ihr könnt nicht erwarten, dass wenn ihr rausgeht, dass alle, oh toll, du machst das so toll und oh, heute Training, oh toll. Das könnt ihr nicht erwarten. Ich bin nicht irgendwie ein Positivdenker, der sagt, oh Schaka, jetzt komm und ja. Nein, Menschen sind ätzend. Es wird Menschen im Fitnessstudio geben oder egal wo geben, draußen auf der Straße, die sagen, ey, ich finde dich scheiße, ich finde dich hässlich, du bist eklig, du machst die Übung falsch. Ja, und jetzt was? Werdet ihr im Fitnessstudio von den Männern geschlagen? Also lauft ihr wirklich Gefahr, dass die zu euch hinkommen und euch wirklich verprügeln? Eher nicht. Also ich habe es auch noch nie gesehen, dass sich irgendjemand im Fitnessstudio geprügelt hat und erst recht nicht eine Frau geschlagen, weil sie eine Übung falsch gemacht hat. Also es wird nicht vorkommen, okay? Es wird nicht vorkommen. Also jetzt mal ein Beispiel aus meiner Situation. Ihr seht ja, ich braune Haut, kein typisch blond, so. Ich war 1999 in einer Basketballmannschaft im Osten und das war 1999 war noch Osten da, das war so eine kleine Stadt, eine sehr kleine Stadt mit 30.000 Einwohnern. Da waren die ganzen Häuser noch grau und so, also noch nichts mit Farbe bemalt und so. So, und da hatten wir die lieben kleinen Nazi-Jungs, so 10 Stück oder 20 mal, die immer an der Ecke standen, immer. Und ich mit der braunen Haut, so. Ja, da habe ich doch auch eine Situation, wo ich denken könnte, boah nee, da fühle ich mich nicht wohl, da ich glaube, die schlagen mich. Ja, natürlich. Und da geht es wirklich darum, ich hätte geschlagen werden können. Also die haben da Kiefer kaputt getreten und was auch immer von Ausländern. Aber es kommt doch auf euer Selbstbewusstsein an. Die standen an der Tankstelle mit 10 Leuten. Ich wollte was trinken. Bin ich rumgefahren? Bin ich weggefahren? Bin ich woanders hingefahren? Nein. Wenn ihr Selbstbewusstsein habt, dann werdet ihr nicht angeguckt, nicht angefasst oder gar nichts. Es ist so. Ich bin an die Tankstelle gegangen. 4 Leute waren am Nachtschalter vor mir, alles glatzen und noch 6 Leute waren in 2 Autos, okay? Ich bin da hingegangen, habe mich genau hinter die gestellt, aber genau hinter die gestellt und auch genau angeguckt. Und alle 4 haben sich umgedreht, so richtig so angestoßen, umgedreht, so von wegen, ey, guck mal die Dachpappe an, so, haben mich angeguckt, in die Augen. Ich habe denen richtig in die Augen geguckt, so von wegen, ey, sag ein Wort und ich knall hier alles weg. Nach meinem Überraschen, und dann war ich auch so ein bisschen, okay, gut, alles entspannt, haben sich alle 4 wieder weggedreht, sind zum Auto gegangen, haben nichts gesagt. Aber nur, weil ich selbstbewusst bin. Das ist der Punkt. Wenn ich da so gestanden hätte, dann hätten die mir gleich eine Backpfeife gehauen. Ohne Frage. Es kommt doch auf euch an. Könnt ihr verhindern, dass die Welt dumm ist? Nein, könnt ihr nicht.
Ist es für euch wichtig, ob die im Fitnessstudio euch angucken? Nein, es ist scheißegal, weil ihr müsst euer Ding machen. Und wenn ihr mit Selbstbewusstsein auftretet, dann wird das gar nicht passieren. Und ich kann euch ja sowieso sagen, ihr werdet im Fitnessstudio nicht geschlagen und gar nichts. Und ich, auch wenn ihr mir nicht glaubt, kann euch sagen, kein Mann denkt die Sachen, die ihr denkt, die er denkt. Und der Fokus ist da, weil das entscheidet, wie ihr in eurem Leben klarkommt. Fokussiere ich mich darauf, dass irgendjemand doof zu mir ist, lasse ich mich dann runterziehen, oder fokussiere ich mich darauf, dass jemand doof zu mir ist und deswegen gebe ich Gas. Wenn jetzt mich zum Beispiel jemand anguckt, ne, und sagt, oh, du bist aber eine fette Sau. Ja, okay, erstmal gebe ich ihm die Macht, dass er mich traurig macht. Gebe ich ihm die Macht, weil wenn ich dadurch traurig bin, habe ich ihm ja die Macht gegeben, dass irgendein Fremder mich traurig machen kann. Das ist schon nicht schlecht, weil dann gebe ich ihm sehr viel Macht. Okay, dann ist die Situation passiert. Und entweder ich kann sagen, alles klar, ich bin traurig, ich bin dick, ich gehe nach Hause, ich esse einen Ben & Jerry's Eis. Das kann ich entweder machen. Oder ich kann sagen, Moment mal, du Flachpfeife, ich zeig dir jetzt mal, was los ist. Nehme 30 Kilo ab, komm ein Jahr später ins Fitnessstudio, auf einmal sieht er mich und denkt, oh, die ist ja knackig. Und dann sagst du, hey, komm, hau mal ab, mein Kleiner. Situation passieren, okay? Und es ist auch egal, wie das Studio aufgebaut ist. Ja, man bräuchte eine Frauenecke und dann, nein, man braucht keine Frauenecke. Hallo, Mädels, geht da hin, wo die Squatmaschine, wo die Beinpresse, wo da ist, und trainiert genau da. Weil wir brauchen keinen abgegrenzten Bereich für. Das ist Quatsch, weil es nur im Kopf ist. Es ist nur im Kopf und es ist nur in eurem Kopf. Ich kann es euch, in der Situation kann ich es euch definitiv sagen, weil Männer denken das nicht. Aber es ist egal, ob Männer das denken. Wo ist der Fokus? Worauf fokussiere ich mich? Und müsst ihr im Fitnessstudio trainieren? Nein, ihr müsst nicht im Fitnessstudio trainieren. Ich habe zum Beispiel das Maximum-Prinzip, habe ich aufgebaut, komplett mit Ernährungsberatung, mit allem drum und dran, mit Therabändern. Und ihr könnt genauso effektiv eigentlich zu Hause trainieren und ich kriege immer das Feedback, dass sie so glücklich sind alle und zu Hause und hast du nicht gesehen. Ja, das ist alles schön und gut, ihr könnt alles zu Hause machen. Aber mit dem Fitnessstudio geht es nicht nur darum, im Fitnessstudio zu trainieren, okay? Es geht um das Selbstbewusstsein und es geht um die Einstellung. Und ob ihr euch im Fitnessstudio angucken, in der Stadt oder egal wo, in der Schule, Uni, bei der Arbeit, lasst euch nicht von anderen Menschen so irritieren oder so runtermachen, sondern guckt immer, aha, ein Ereignis, alles klar. Jetzt gehe ich so oder so mit dem Ereignis um. Boah, Cecil, eigentlich hast du voll recht. Das sollte mir voll egal sein, was sie denken. Es geht doch im Endeffekt nur darum, was ich erreichen will. Ja, aber wie setze ich das denn jetzt um? Du setzt es als erstes um, indem du deine Körpersprache, die 90% ausmacht, erstmal selbstbewusst einstellst, okay? Ihr kennt das doch. So, das ist einfach, da weißt du schon. Ey, wie bist du, wenn du depressiv bist? So. Wie bist du, wenn du traurig bist? So. Hast du schon mal so geweint? Oder warst du schon mal so depressiv? Nein. Es hat sehr, sehr viel mit Körperhaltung, mit Körpersprache zu tun. Das können wir mal in einem speziellen Training umsetzen. Aber Brust raus, Kopf hoch, strahlt Selbstbewusstsein aus. Und ich möchte, dass alle, die mir zugucken, okay? Ich möchte wirklich, dass ihr mental stark werdet. So mental stark, dass euch das nicht interessiert, ob da 100 Männer sind, euch angucken. Alles scheißegal. Mental Fokus, okay? Alle, die mir folgen, müssen mentalen Fokus haben. Und wenn ihr vorher Angst hattet und jetzt ins Fitnessstudio gehen wollt und einfach mal den Test machen wollt, geht erst das erste Mal mit einer Freundin, das zweite Mal auch, aber geht alleine danach. Fokus, okay? Und wenn ihr zu meinem Fokus-Team gehört, gibt es heute wieder einen Hashtag. Also wenn ihr mir versprecht, ihr hattet vorher ein bisschen Respekt davor, ihr geht jetzt aber hin, einfach nur an euch zu arbeiten. Und egal ob Fitnessstudio, Party, Start, egal wo. Wenn ihr zum Team gehört, zu meinem mentalen Team, dann schreibt ihr rein, warte mal, lass mal überlegen, Hashtag mentales Team. Und wenn ihr irgendwie zu weit weg wohnt und nicht ins Fitnessstudio kommt, dann könnt ihr natürlich auch alles zu Hause machen. Man kann alles mit Therabändern, egal wie, man kann alles zu Hause machen. Guckt mal rein, meldet euch kostenlos im Maximum-Prinzip an und ich coache dich. Bis bald, euer Coach, Cecil. Damn.